Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Heliodor, die Abenteuer der schönen Chariklia. Wir haben die Hälfte geschafft. Jetzt wartet auf uns noch der zweite Teil, der ungefähr so lang ist wie der, den wir bis jetzt zusammen gelesen haben. Und ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig Spaß gemacht. Wie gesagt, ich liebe diesen Roman doch sehr. Natürlich bin ich auch als Historikerin begeistert für die Antike und für die griechische Antike ganz besonders. Und da gefällt mir dieser Abenteuerroman natürlich ganz besonders. Es ist auch etwas ganz Besonderes, was man da zu lesen bekommt. Ein Roman aus dem, ja, um 300 nach Christus geschrieben, auf eine Art und Weise, wie wir das aus modernen Romanen kennen, aus modernen Filmen, wie sie in Hollywood gedreht werden, wie wir es aus Märchen kennen, wie wir das auf dem Theater erleben, in der großen Kunst eines Shakespeare, Romeo und Julia, aber auch in ganz einfachen Schundromanen und Rosamunde Pilcher-Geschichten. Sowohl was das Plot, die Handlung angeht, als auch die Personen, von denen erzählt wird, und die Erzählweise. Die Handlung, es ist wirklich eine Mischung aus Liebesroman und Abenteuerroman. Am Anfang dieser Coup de Foudre, die erste Begegnung zwischen den beiden Liebenden, wo sie sofort sich ineinander verlieben, dann ihre zeitweise Trennung, dann werden sie wieder vereinigt. Es gibt eine Fülle von Intrigen. Man erlebt den Liebeswahnsinn von Personen, auch die Leidenschaft zueinander. Man erlebt sogar den vermeintlichen Tod eines Liebespartners, sexuelle Attacken auf ihn, Eifersucht, also alles ist in dieser Handlung dabei. Und dann eben auch eine sehr romantische Geschichte. Es geht, die sehr sozusagen, ja, das Gefühl anspricht. Wenn man sich diese erste Begegnung zwischen den beiden anschaut und von der Heliodor dann schreibt, denn in dem Augenblick, in dem die beiden jungen Menschen sich ansahen, liebten sie einander, als ob die Seele bei der ersten Begegnung die verwandte Seele erkannt hätte und auf das zustürzte, was ihr von Rechts wegen gehört. Na, das klingt ja sehr, sehr romantisch. Dann haben wir noch einen wunderbaren Ort für diese erste Begegnung, Delphi. Das Fest zu Ehren des Sohnes von Achill, auf dem eben Theagenes zum ersten Mal in Griechenland dabei ist. Und dann, er führt ja seinen Stammbaum auf Achill zurück. Und dabei erlebt er dann zum ersten Mal Chariklia. Und was die Personen angeht, das sind ja richtige Märchenpersonen. Sie, Chariklia, ist von wunderbarer Schönheit, einer Göttin gleich. Sie ist die Priesterin der jungfräulichen Artemis und sie gleicht ihr auch. Die erste Szene, ganz am Anfang des Romans, schildert sie, wie sie Pfeile, also einen Köcher umhat, in dem Pfeile stecken, also wie diese Göttin der Jagd. Von ihrem Partner Theagenes geht ein achilleischer Hauch aus, so wird er beschrieben. Er ist wunderschön, männlich, mutig, siegreich. Er siegt im Waffenlauf gegen einen antiken anderen Helden. Er läuft von Liebe beflügelt auf Chariklia zu, die am Ende des Wettlaufs steht, und er tut so, als könne er den Lauf nicht bremsen und läuft ihr direkt in die Arme und wirft sich ihr in die Arme. Das ist so eine Szene, wie man sie eigentlich sozusagen in heutigen Hollywood-Schmonzetten auch erleben könnte. Genauso die Erzählweise, eine ganz moderne Erzählweise, die Spannung aufkommen lässt und das von Anfang an. Der Einstieg des Romans. Ein heiterer Tag kam herauf
und die ersten Strahlen der Sonne fielen gerade auf die Berge über der Herakles-Mündung des Nils. Da spähten Männer, sie waren wie Räuber bewaffnet, von den Höhen nieder. Also das ist doch ein dramatischer Einstieg und man ist sofort gespannt, was jetzt passieren wird. Und so hat dieser Roman immer wieder Cliffhanger, wo an den spannenden Stellen abgebrochen wird und man wartet, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Und man muss sich gedulden, weil eine Geschichte dazwischen erzählt wird, die man sich dann erst einmal anhören muss. Was ich besonders nett finde, sind auch immer die Landesbeschreibungen und die wissenschaftlichen Erklärungen, die in diesem Roman abgegeben werden. Es wird das Nildelta geschildert und die sumpfigen Ufer, das Hirtenland, in dem vor allem Raubgesindel sich angesiedelt haben. Sie wohnten in Booten und ernähren ihre Kinder am Anfang mit Muttermilch und wenig später dann darauf schon mit Fischen. Die kleinen Kinder werden am Fußknöchel festgebunden, damit sie nicht über den Rand des Hausbootes fallen oder aus der Hütte krabbeln können. Es wird das jährliche Anschwellen des Flusses geschildert. Und zwar wird gesagt, es kommt daher, dass es ein Regenwasser ist, was diesen Fluss anschwellen lässt. Das fand ich auch eine sehr interessante Deutung. Dann wird auch für mich sehr überraschend geschildert, dass Räuber lange Haare bevorzugen, auf lange Haare einen großen Wert legen, weil sie damit räubermäßig aussehen. Zitat: Denn die Räuberhirten ziehen sich, um furchtbarer auszusehen, unter anderem das Haar bis auf die Augenbrauen und lassen es auf die Schultern herabhängen. Sie wissen wohl, dass lange Haare einem verliebten Menschen besonders gut stehen, während es einen Briganten noch furchtbarer erscheinen lässt. Das fand ich auch sehr interessant, weil ich mich eben doch erinnern kann, dass in meiner Jugendzeit, was für Debatten lange Haare unter jungen Menschen hervorgerufen haben und dass damals eine Band berühmt geworden ist durch ihre langen Haare, die sie eben hat räubermäßig aussehen lassen. Es ist wie ein Märchen, was da geschildert wird. Die Schatzhöhle, in der Chariklia für eine Weile während des Überfalls auf das Räuberdorf untergebracht wird. Unterirdisch in einem Verlies sozusagen. Aber auch wunderbar die Schilderung des Rings, der im Besitz von Chariklia ist und den sie dann verschenkt, um frei zu kommen aus einer Situation. Dieser Ring hat mystische Kräfte. Es handelt sich angeblich um einen äthiopischen Amethysten, der den Träger trunkfest macht und ihn bei Gelagen nüchtern lässt. Auf dem Amethysten ist dann sogar noch eine lebenswahre Zeichnung, ein Schafhirte mit Schafen in einer Felsenlandschaft. Und in diesen Stein ist noch ein richtiger kleiner Steinsplitter eingearbeitet, die das Ganze noch realistischer erscheinen lässt. Das ist ein wahres Wunderwerk an Ring, das natürlich jeder Mensch gerne in seinem Besitz hätte. Alles ist so plastisch geschildert und so herrlich und wunderbar, dass man einfach eine große Lust hat, diese Geschichte zu lesen und auch sie weiterzulesen. Zumindest finde ich das. Ich denke dabei auch an das Aussehen, das Theagenes und Chariklia bei dem großen Delphi-Fest haben, ihre Kleidung. Er erscheint zu Pferde in voller Rüstung, in einem purpurfarbenen Mantel mit Goldstickerei. Auf seiner Mantelschnalle ist Athene abgebildet mit ihrem Brustpanzer. Und auf diesem Brustpanzer ist das Haupt der Gorgo, das schreckenerregende Haupt, das jeden erschauern macht und zu Stein erstarren lässt. Und dann wird geschildert, wie ein leichter Wind
ihm seine, die Locken aus dem Gesicht, aus der Stirn streicht und wie dieser leichte Wind den Mantelsaum über den Rücken und die Weichen des Pferdes wehen lässt. Das ist ein sehr schönes Bild, was sich jeder gut vorstellen kann. Und Chariclia wiederum trägt ein langes purpurrotes Kleid, das mit Goldfäden durchwirkt ist. Ihr Gürtel, das sind zwei ineinander verschlungene Schlangen aus Gold, auf ganz blau gefärbtem Gold, die sehr lebendig wirken, aber nicht abstoßend und nicht gefährlich. Sie trägt in der linken einen vergoldeten Bogen und Köcher, und der Köcher hängt ihr über die rechte Schulter, und in der anderen Hand trägt sie eine brennende Fackel. Sie erinnert wirklich an die große Göttin, griechische Göttin Artemis, deren Priesterin sie ist. Und dann kommt es, wie es kommen muss, sie verlieben sich ineinander und das ganze Abenteuer beginnt. Man wird auf exotische Plätze, Schauplätze geführt, nach Athen, nach Delphi, über das Mittelmeer, in das Nildelta, wir werden später bis nach Äthiopien kommen. Aber nicht nur das, man wird auch in die Vergangenheit geführt, denn man kommt in Ägypten zu Zeiten des großen Perserreiches, also in die Jahrhunderte, das 6. bis 4. vorchristliche Jahrhundert. Das heißt, lange Zeit bevor dieser Roman geschrieben wurde, 700 Jahre bevor Heliodor diesen Roman geschrieben hat. Er hat also eine mythische Vergangenheit gewählt, die auch für seine eigenen Leser dann abenteuerlich und romantisch gewirkt haben. Eine Zeit, in der die Götter noch auf die Erde kommen und sich den Menschen zeigen, wie sie sich dem Orakelpriester Kalasiris zeigen, den ich besonders ins Herz geschlossen habe. Kalasiris, dem Ägypter begegnen leibhaftig Apoll und Artemis und sie übergeben ihm das Liebespaar Theagenes und Chariclia. Er soll sie in die Heimat des Mädchens bringen. Dieser Orakelpriester Kalasiris, das ist eine sehr gelungene Romangestalt, wie ich finde. Ein ganz besonderer Mann. Er ist ein weiser Mann. Er versteht sich auf Prophezeiungen, auf Traumdeutungen und auf die Wissenschaften, die Naturwissenschaften seiner Zeit. Aber nicht nur das. Dieser Kalasiris ist auch ein wirkliches Schlitzohr. Er ist keine rundum nur positive Gestalt, sondern er hat auch kleine Fehler. Also fällt er zum Beispiel einer thrakischen Hetäre sozusagen zum Opfer. Er verliebt sich in sie und muss deswegen dann sein Priestertum aufgeben. Und er ist sehr listenreich. Er erkennt als erster, dass die beiden, Chariclia und Theagenes, verliebt ineinander sind. Aber der Stiefvater von Chariclia, Chariclis, versteht nicht, was da mit seiner Stieftochter passiert. Und nun redet ihm Kalasiris ein, dass seine Stieftochter der böse Blick getroffen habe. Und der leichtgläubige Grieche glaubt das auch noch. Und Kalasiris erzählt, ja, dieser böse Blick, der dringe durch die Luft in die Augen der Menschen ein, in die Augen, in die Nasen, in die Atmungswege bis ins Innere des Menschen und mache ihn krank. Zitat: Wenn jemand etwas Schönes neidisch ansieht, erfüllt er den Raum um sich her mit bösen Keimen und überträgt seinen Hauch voller Bosheit auf den anderen. Der dringt infolge seiner feinen Beschaffenheit bis ins Mark und in die Knochen. Und damit kann man auch epidemische Krankheiten erklären, naturwissenschaftlich. Zitat: Eine Krankheit, ohne dass sie mit dem Kranken in Berührung gekommen wäre, oder dass sie das Bett geteilt hätten oder den Tisch mit ihm geteilt hätten.
einzig und allein durch das Einatmen der gleichen Luft. Nichts beweist diese These schlagender als die Entstehung der Liebe. Durch das bloße Ansehen wird sie geweckt und wie vom Wind getragen dringt die Leidenschaft mittels der Augen ins Herz. Eine sehr schöne Erklärung dafür, warum und wie man sich verliebt. Als nächstes führt er dann gleich noch den Priol an, der Gelbsüchtige heilt durch bloßes Anschauen, oder dann natürlich den sagenumwogenen Basilisk, der durch seinen bloßen Blick und Atem lähmt und tötet. Zitat: Wenn also manche Menschen selbst auf die, welche ihnen lieb und sympathisch sind, verderblich wirken, so ist das durchaus nicht erstaunlich. Da sie nämlich von Grund auf böse Natur sind, so üben sie die entsprechende Wirkung aus, auch wenn sie es nicht wollen. Chariklis glaubt es, Chariklia nicht, obwohl Calrasiris alles tut und Hokuspokus betreibt, um sie zu beeindrucken. Dieser Orakelpriester weiß sehr wohl, dass es Priester gibt, die weise sind, die ägyptischen Weisheitslehren beherrschen, und Scharlatane. Und diese Scharlatane können das niedrige Volk beeindrucken, das vor allem Gespenster und Totengeister liebt, das in Wunderkräutern aufgehen will und an Zauberformeln hängt. Und er weiß sehr wohl, dass diese Hokuspokus-Geschichten nicht zum Guten führen und meist in die Irre gehen. Sie tauschen Unwirklichkeiten vor Wirklichkeiten vor, enttäuschen Erwartungen, verführen zu Verbrechen und dienen der Unzucht. Die andere dagegen, die Weisheitslehre, die wahrhafte Weisheit, von der die falsche nur den Namen hat und deren Bastardtochter sie ist, blickt zum Himmel empor. Sie ist die Gefährtin der Götter und hat Anteil an der Natur der höheren Wesen. Den irdischen Unzulänglichkeiten entrückt, ist sie ganz auf das Gute gerichtet. Calrasiris nun beherrscht beide Techniken und setzt sie zum Wohle seiner Mitmenschen ein. Er trickst sie aus, wenn es sein muss. Er spielt ihnen eine Komödie vor. Das beherrscht übrigens Chariklia, die Artemis-Priesterin, auch. Je nachdem, ob sie einem Griechen begegnet oder einem Barbaren, der ihre Jungfräulichkeit gefährdet. Dann kann sich diese junge Dame auch verstellen und outet sich als perfekte Lügnerin. Das Ganze, diese Schilderungen, die Handlung, die Personen, die Erzählweise macht diesen Roman so lebendig und so immer noch für heutige Leser spannend. Die Listigkeit der Protagonisten, die bei aller Tugendhaftigkeit, die einem vielleicht doch irgendwann mal auf den Geist gehen könnte, sie macht diesen Roman anmutig und man gerät ins Schmunzeln, vor allem ich, diese wissenschaftlichen Erklärungen, die einem immer wieder vorgeführt werden, die finde ich doch sehr, sehr spannend. Die Schilderungen der alltäglichen Verrichtungen, die ein Blicklicht auf die damalige Zeit werfen. Man besucht ganz nebenbei die Platonische Akademie in Athen, am Kerimaikos-Friedhof, dort, wo man auch heute hin noch gehen kann, wenn man das alte, antike Athen besuchen will und dorthin einen Spaziergang macht. Ich hoffe, dass Ihnen auch der zweite Teil des Romans eine Freude machen wird, in dem die Verwirklichungen und Abenteuer der beiden Liebenden weitergehen.